So, was folgt als nächstes? Feuer und Flamme. Die Egelfamilie ist wieder unterwegs. Mutti kann sich nicht vom Basar losreißen, da sie die praktischen Asbestwindhöllen entdeckt hat. So. Der Nachbar hat auch neue Attraktionen entdeckt. So reitet er auf heiligen Kühen und versucht sich an heißen Kohlen. Ja, das mache ich auch. Ich versuche mich an heißen Kohlen jeden Tag. Ich esse die auch und trage sie mir als Gesichtsmaske auf. Das hilft ungemein. Das öffnet so schön die Poren. Und die Brandblasen, da kommt mal so der ganze Trick raus. Aber ja, ein gefundenes Fressen für Woody. Schon, dann würde ich einfach mal sagen, geht's los. Ein Hund präsentiert böse Nachbarn 2. In Feuer und Flamme. Und da sind wir und stehen am Arsch einer Kuh. Und nehmen erstmal das Benzin mit. Das ist doch. Man nimmt das Benzin, wo man kriegen kann. Jetzt habe ich nicht auf die Mutter aufgepasst und bin gespannt, wo ich jetzt lande. Ja, man hat gesehen, er wollte mich erst hier hinsetzen, aber da sitzt ja der Nachbar. Und Benzinkanister kann ich nicht mit dem komischen Typ verwenden. Schade. Schade, schade. Nachbar Mutti ist duschen. Nehme ich mal so einen Blasebalg mit. Blasebalg muss in die kleine Rinne am Boden fallen, immer wieder Brände getroffen. Das Feuerverkehr ist dann da, Benzin reinschütten, das ist doch selbstverständlich. Ein Gullydeckel, kann man den aufschneiden? Nee. Aufblasen? Aufzünden? Hat anscheinend so funktioniert. Betrachte offenen Gulli, was gibt's da zu sehen? Schuhablage. Einfach mal alles mit allem probieren. Da, ja, Benzin auf die Kohle. Nee. Blasebalg auf die Kohle. Ah ja. So ist das schön. Lass uns den Grill entfachen. Dann gibt es auch Nachbarnsteg später. Den Wassertrog, Benzin rein. Ja, das ist doch klasse. Was ist jetzt eben passiert? Hat er sich verbrannt? Oh. So. Dann schneiden wir mal die Eismaschine auf. Nee, nicht. Wie funktioniert der Gullydeckel, frage ich mich. Beziehungsweise was ist mit der heiligen Kuh? Kann ich die aufschlitzen? Ah, das war so ein Doppelstreich wieder. Vom Grill in das Benzin gesprungen. Heilige Kuh mit kaputtem Sattel. Gut, so. Dann frage ich mich trotzdem, was mit dem Gully ist. Ah, die Windeln müsste ich mir noch holen. Was ich genau damit jetzt machen muss, weiß ich auch nicht, aber. Und dieses Kind hockt auch überall rum, aber wo ist die Mutter? In den ersten Folgen war sie noch dabei. Jetzt hat sie wohl genug vom Urlaub. Ui, nee, da bin ich schon schnell genug, das. Also. Konnte ich rein technisch schon nicht schaffen. Ich meine, wenn schon das verlockende Angebot und man legt sich unter die Kuh. Auf, Oma.
betreibt deine Körperpflege. Das ist ganz wichtig. Fragt sich nur, was ich jetzt mit den Windeln anfangen soll. Und immer schon wieder drei Streiche, so viele Windel auf die Schuhe. Nee. Blumen. Was ist mit den Blumen? Nee, Blumen schneiden, ja. Dann eine Blume in Gullideckel oder wie sehe ich das? Eingang zum Touch Madillon. Durchschneiden? Nee. Was muss ich hier machen? Vielleicht dem Kind die Windel geben? Nee. Ich raff es gerade nicht. Mal wieder. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für solche Spiele, aber ich hab's ja schon mal durchgehabt. Oder zweimal. Auf jeden Fall. Vom Prinzip her kann ich's. Jetzt müsste ich nur die Windel und die Blumen irgendwie unterkriegen. Eine Eistüte. Aufschneiden kann ich's nicht, ich kann's nicht. Benzinen und ich kann es auch nicht beblasen und geht mit der Kuh noch irgendwas? Ah. Blumen an die Kuh und nochmal ein Sattel in Kapunde und ist noch eine Windel? Nee, schade. Dann hier nochmal Benzin. Vielleicht auch ein Blasebalg oder eine Windel? Nee. Wie krieg ich den Nachbar dazu, dass er hier reinfällt? Aha. Jetzt habe ich scheiße Kohle. Ah, jetzt checke ich das. Ja, rein da. Jetzt weiß ich, wie ich vorgehen muss. Ihr wisst bestimmt auch schon, aber wartet einfach ab, wenn ich. Das ist aber schon fast mehr wie offensichtlich. Spätestens jetzt seht ihr es ja. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Jetzt weiß ich aber auch nicht weiter. Das wäre eigentlich nur noch ein Streich. Irgendwas sollte noch mit der Eismaschine gehen. Ah, das waren zwei. Okay, gut. Gut. Also es gibt noch einen Streich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er was mit der Eismaschine zu tun hat. Aber wie ich da jetzt was anstellen kann, weiß ich absolut nicht. Vielleicht einfach nur zur Deko, vielleicht muss ich mit dem Kind, aber mit dem Kind kann ich irgendwie nicht interagieren. Was bleibt mir übrig? Als zu beenden.
Geschafft. Yeah. So.